Wir haben lange drauf gewartet. Es geht weiter. Das neue Essenssortiment Teil 2. Mäuschen haben es mir geflüstert. Ich konnte fast das komplette Essenssortiment mittlerweile schon kaufen. Ich habe bei DM, bei Essence selber und bei Cosmetic for Less bestellt. Nicht alle Plattformen hatten alle Produkte und ich will euch natürlich irgendwie alle zeigen. Deswegen musste ich an ein paar verschiedenen Stellen ein bisschen was bestellen. Ich muss es ganz kurz dazu sagen, denn ich habe mich natürlich total geirrt. Meine Vögelchen zwitschern natürlich nicht immer alles und ich habe nicht mitbekommen bei meinem ersten Video, wo ich mich darüber echauffierte, dass es keine Skin-Produkte gibt. Guess what? Gibt es. Deshalb werden wir das Ganze nochmal ein bisschen aufteilen müssen. Wir werden heute die neue Natural Matte Mousse Foundation testen und am Mittwoch gibt es ein extra Video zum neuen Skin Tint. Denn der braucht mehr Aufmerksamkeit, der braucht mehr Detail und ich glaube, dass der für viele deutlich interessanter ist als die Matte Mousse Foundation. Deswegen schauen wir mal, was wir alles hinkriegen. Abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das Video am Mittwoch nicht verpasst und ich würde vorschlagen, let's go. Ich bin sehr gespannt. Wir haben wirklich viele Produkte, die so ein bisschen zwischen Catrice und Essence immer so ein bisschen hin und her geschwankt sind. Ich war jetzt letzte Woche war ich in Hamburg auf einem Event und habe mit einigen Mäusen darüber gesprochen. Und viele haben mir auch recht gegeben, manche nicht. Aber wir schauen, was Essence dieses Mal rausgehauen hat. Ich habe mir zwei der Pinsel bestellt, weil ich gucken wollte, was die können. Die kamen mir ja sehr verdächtig vor. Vor allen Dingen dieser hier. Das ist der Powder Brush. Ich habe gedacht, dass der so ähnlich ist, oder dass der im Prinzip genauso ist wie der von mir und Catrice aus der Limited Edition. Ist er aber nicht. Der ist hier komplett flach, das sieht man jetzt gerade nicht so. Auf beiden Seiten sogar fast. Also es ist ein Puderpinsel. Er liegt sehr, sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen eingedreht hier. Er riecht auch wie ein frischer, normaler Pinsel. Und wir haben den Foundation Brush. Ein Make-up Buffer Brush. Ich liebe diese Pinsel, um die als Foundation Brush zu benutzen. Liegt sehr, sehr gut in der Hand, ist vorne deutlich, deutlich dicker, sodass du, je nachdem, ob du ein bisschen mehr Druck oder ein bisschen weniger Druck haben möchtest, ihn gut in der Hand haben kannst. Vorher müssen wir aber einmal das hier testen. Und das ist der Hello Good Stuff Skin Repair Serum mit Ceramiden und Hafer. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Primer ist oder ob es ein Skincare-Produkt ist, weswegen wir ihn nur auf einer halben Seite meines Gesichtes auftragen. Hat 98% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, wie bei mittlerweile eigentlich allen Produkten von Cosnova, Catrice, Essence, allen Brands. Kein Mikroplastik, keine Mineralöle, keine Parabene, keine Silikone, keine PEGs. Man kann es sehr, sehr schlecht lesen, weil es ist weiße Schrift auf Pfirsich. Deswegen Sekunde. Es ist soweit. Reparierendes Gesichtsserum mit Hafer und Ceramiden. Leichte, schnell einziehende Textur. Es kann unter Make-up oder alleine verwendet werden. Verträglichkeit hautärztlich bestätigt. Kommt in einem klassischen Glasflakon. Man kann das mittlerweile auch scannen. Habe ich auf vielen Produkten gesehen, als ich das erste Mal das Sortiment getestet habe. Da hat es noch nicht funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt funktioniert es und du kommst direkt auf die Essence-Webseite. Wir tragen das einmal auf und dann erzähle ich euch hierüber was. Nicht parfümiert. Sehr, sehr weich, sehr, sehr wässrig. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte eher, das ist so ein Hyaluronsäure-Serum. Es fühlt sich aber auf den Händen schon fast ein bisschen ölig an. Aber so ein feuchtes Öl, ein ganz nasses Öl, sehr, 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 es ist leicht, aber trotzdem ölig, so ein bisschen. Ich glaube, man sieht es nicht, das wird das, wenn die Triglyceride sein. Fühlt sich aber spannend an, Wahnsinn. Ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, das ist einfach wie so ein milchiger Toner oder so. Nee, das ist wirklich, ja, so ein fast wie so ein ganz weiches Silikon auf den Händen. Wir lassen das Ganze mal einziehen und während das Ganze einzieht, freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit Burger entsteht. Ich bin nämlich schon seit einer ganzen Weile ein großer Fan von Burger und sie erleichtern mir nicht nur meinen Arbeitsalltag, sondern sie machen ihn auch schöner. Ich habe nämlich vor einiger Zeit schon ganz, ganz viele Nachrichten bei Instagram bekommen. Ich habe euch mein Büro-Setup in dem Vlog immer gezeigt und ich habe immer Nachrichten bekommen. Maxim, woher ist deine Handyhülle? Maxim, woher ist dein Notizbuch? Maxim, woher ist deine Laptop-Case? Und jetzt kann ich es euch auch endlich sagen, ich habe die Produkte von Burger. Vielleicht erinnert ihr euch, ich war vor einem Dreivierteljahr in London und habe in einer Goodie-Bag ein Burger-Notizbuch gehabt. Das ist das hier. Und seitdem habe ich hier Belege drin, mache mir Notizen, ich mache mir Skripte für verschiedene Designs, für verschiedene Projekte, weil ich bin so eine Person, ich liebe es, handschriftliche Notizen zu machen. Ich nutze mein Handy als Kalender, aber ich muss trotzdem bei vielen Telefonaten, die ich führe, einfach trotzdem mir immer handschriftliche Notizen machen. Und dafür sind die
unglaublich gut. Neben den Accessoires gibt es natürlich vor allen Dingen auch Schutzhüllen für eure Elektrogeräte. Und bei den Preisen, die die iPhones, MacBooks und alles Mögliche heutzutage kosten, lohnt sich es auch, eine gute und vor allen Dingen auch eine schöne Hülle zu haben. Erinnert ihr euch, im Dezember, kurz vor Ablauf meiner Garantie, ist mein MacBook das Display kaputt gegangen, weil hinten die Naht einfach kaputt gegangen ist. Und hätte ich eine vernünftige Hülle zu dem Zeitpunkt schon gehabt, wäre das Ganze nicht passiert. Ich nehme meine Geräte oft mit zu Meetings auf Reisen und da kann natürlich immer ganz schnell was weggehen. Und deswegen freue ich mich, dass ich euch heute auch Burger einmal vorstellen darf. Ihr kennt Burger mit Sicherheit schon. Das sind nämlich immer die Werbeanzeigen bei Instagram mit den unglaublich schönen Hüllen. Und ich dachte, ich überzeuge mich einfach nochmal selbst davon. Ich hatte früher schon mal welche und habe mir jetzt aber noch welche ausgesucht, weil ich es so schön finde, wenn mein Arbeitsplatz, an dem ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, auch ästhetisch schön ist. Und deswegen habe ich mich für eine zusammenhängende Reihe entschieden. Neben dem Notizbuch habe ich mich auch für eine Laptop-Hülle entschieden, die wirklich perfekt zu meinem MacBook passt und auch für mein Telefon. Ich habe jetzt beispielsweise einmal mit diesem coolen Muster hier, und das sieht nicht nur unglaublich schön aus, sondern es ist auch wirklich stabil und es ist eine wahnsinnig gute Qualität. Mein Handy fliegt mir andauernd runter. Ich habe mein Handy den ganzen Tag in der Hand und es fliegt mir andauernd runter. Und wenn ich eine Hülle habe, die dafür wirklich gut passt und vor allen Dingen das Handy auch schützt, denn die ist gut dick, die ist aber nicht so schwer, die Qualität ist da. Und das passt einfach auch ästhetisch schön zusammen. Schaut euch bitte dieses Bild an, da hast du doch schon Lust zu arbeiten. Und falls ihr Burger nicht kennt, die machen etwas ganz Besonderes. Erstmal produzieren sie alles in Europa und auch wirklich nur, und das ist bemerkenswert, produzieren Produkte erst dann, wenn sie verkauft wurden. Das ist etwas, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Und es gibt auch aktuell ein ganz, ganz tolles Angebot, das ich gerne mit euch teilen würde. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Aktion gerade bei Burger. Und zwar, wenn du 4 Handyhüllen kaufst, zahlst du nur 2. Klick doch einfach dafür den ersten Link in der Infobox an. Das ist ein Link, der kommt dir direkt auf die Burger-Webseite. Und ihr könnt dann meinen Code MAXIM15 nochmal angeben und kriegt dann auch nochmal 15% Rabatt. Ich habe mich hier auch für ein einheitliches Design entschieden. Ich finde, das sieht super ästhetisch aus. Und es gibt über 200 verschiedene Designs. Ich weiß, dass etwas für euch auf jeden Fall dabei ist. Also schaut gerne einmal unten in der Infobox vorbei. Das Angebot gilt nur für die ersten 50 Bestellungen. Und ich zeige euch gleich noch eine weitere, die mir super gefällt, die zu diesem Outfit sogar noch ein bisschen besser passt. Die habe ich hier gerade drauf. Ich verlinke euch einfach mal alles, was ich bestellt habe. Ich liebe die oder auch die mit der Musterung. Es passt dann einfach perfekt zu meinem Laptop oder zu meinem Notizbuch. Oder gibt die auch noch für die AirPods. Es gibt alles, was man haben kann. Und das macht das Ganze sehr, sehr schön. Und mir ist es heute runtergefallen und das ist nichts passiert. Es ist einmal gut eingezogen. Ich sehe, das ist so lustig, ne? Ich habe, neulich hatte ich Self-Tan drauf und habe eine Foundation gekauft und die hat wirklich wie Hintern auf einmal gepasst. Jetzt nicht mehr. Okay, wir kriegen das hin. Ich nehme einmal dieses neue Schätzchen hier. Das ist die Natural Matte Mousse Foundation und wir erinnern uns an sie. Die ist ja schon irgendwie schon immer da gewesen. Wir scannen das Ganze auch hier einmal ab. Ich weiß jetzt nicht, was daran neu sein soll. Ist es die neue Farbe oder ist es eine neue Textur? Denn sie heißt jetzt Even Finish. Sie war auf jeden Fall als neu deklariert. Mittlere Deckkraft, gleich kleine Unreinheiten aus. Besondere Mousse Foundation kannst du leicht auf der Haut verblenden. Essence. Die sieht anders aus. Vorher hieß die Soft Touch Mousse. Und jetzt heißt sie Natural Matte Mousse Foundation. Okay, also ich muss dazu sagen, das ist keine Alternative zu dem Magic Finish von Asam, sondern das ist eher eine ganz spannende Textur. Und ich habe neulich, ist schon ein bisschen her, ein Video dazu gemacht und habe gesagt, wer das Ding heute noch benutzt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber natürlich nur ironisch. Ich war sehr überrascht von dem Produkt. Ich bin gespannt, ob die Farbe jetzt passt. Das war die 15. Wir gehen einmal kurz rein. Ja, könnte ein bisschen hell sein. Wobei, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Schreibt mir mal eure Erfahrungsberichte mit diesem Schätzchen hier in die Kommentare. Wir probieren auch gleich den neuen Pinsel. What? Es geht so schnell. Ich bin es halt nicht mehr gewohnt, ne? Super matten Produkte zu benutzen. Und vor allen Dingen, dass es so schnell geht. Weil bei den flüssigen Foundations hast du halt immer sofort ganz, ganz viele Streifen mit drin. Und hier halt gar nicht, sondern es ist einfach gleich im Gesicht und du bist fertig. Ich sehe wieder aus wie Kasper das Gespenst, aber das war jetzt schon flott. Okay, ich brauche mal einen kleinen Spiegel.
Habt ihr das gesehen? Mir ist einfach mein Fenty-Fändchen rausgefallen. Also nicht das Fändchen, sondern das Produkt. Sehr, 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 sehr matt. Und es hat sich meines Erachtens jetzt nicht so gut mit dem Primer verhalten. Das sieht an einigen Stellen sehr trocken aus, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere mal kurz meinen Finger auf der anderen Seite. Du kannst ja natürlich auch deutlich weniger damit auftragen, ne? Du musst das ja ordentlich einblenden. Dann geht es schon, ne? Ich weiß es nicht. Also mir gefällt das besser. Das ist natürlich ganz, ganz soft. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel einfach mal rüber. Wir schauen mal ohne Primer. Diese Mousse-Produkte sind auch meistens oft auf Silikonbasis, ne? Ich schau mal, ob ich hier was sehe. So, und wenn du dann einen Primer auf Ölbasis hast, ja, guck mal, hier ist der erste Inhaltsstoff ist Dimethicon. Und dann kommt schon Isododecan. Und dann Dimethicon-Crosspolymer. Also, das wundert mich dann nicht, dass so ein wasserbasierter Primer nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ein ölbasierter Primer würde da deutlich, deutlich besser funktionieren. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du die Foundation über einen Wasserprimer gibst, als wenn du eine wasserbasierte Foundation auf einen Ölprimer machst. Ne? Weil Öl geht halt immer nach oben und Wasser bleibt unten. Make-up ist auch so ein bisschen Chemie und Physik. Also mir gefällt es ohne Primer deutlich besser. Mir ist es dann persönlich aber so ein bisschen zu trocken. Das Problem, was ich damit immer so ein bisschen habe, ist, ich habe ja auch Poren. Ne? Manchmal glaubt man mir das nicht, aber ich habe Poren. Und das rutscht dann in diese Poren mit rein und du siehst es dann halt in den Poren. Deswegen ist jetzt nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass viele diese Produkte sehr, 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 sehr gerne mögen. Deswegen will ich da gar nichts kaputt machen oder so. Wenn das etwas für euch ist, dann go for it. Ich weiß, dass das meine Oma liebt und ich werde ihr das mitbringen, weil das ist die Farbe meiner Oma. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zu dunkel. Die mag die sehr, sehr gerne und die war ja auch eine lange Zeit lang ausverkauft. Ich habe große, große Hoffnung hier rein in diesen Skin Tint. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, seht ihr am Mittwoch. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mein Make-up so ein bisschen weitermachen in einem kleinen Schnelldurchlauf und nehme jetzt diesen großen Pinsel hier und gehe hier in Bronzer und Contour. Das ist die Face Contouring Set Palette von Trended Up. Mag ich eigentlich ganz gerne. Und der Pinsel ist toll. Der liegt sehr, 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 sehr gut in der Hand. Und du kannst damit super, super schnell überall rübergehen. Ganz, ganz weiche Haare. Blendet sehr, sehr gut aus. Meine Haare, ne? Oh, lala. Heute sind die wirklich durch den Wind. Und so kriege ich auch gleich ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht. Okay. Pinsel 10 von 10. Foundation ist für mich persönlich ein 2 von 10. Sie deckt gut ab. Sie ist matt. Sie hält sich auch recht gut. In Kombination mit dem Primer aber nicht. Den muss ich noch mal ein bisschen testen. Ich würde den fast eher als Skincare-Produkt bezeichnen. Oder mit einer Foundation, die vielleicht auf Wasserbasis ist, die ein bisschen leichter ist und du so einen gepflegten Glow haben möchtest. Heute ist so ein Zwischenvideo. Wir müssen mal gucken, wie sich das alles irgendwie in meinem Gesicht verhält. Ich brauche noch ein bisschen Blush. Wir probieren einfach die Produkte aus und ich glaube, man muss sich auch einfach so ein bisschen selbst ein Bild machen, wie man das am besten benutzt. Ich finde, die Nase sieht, also ich finde, das Make-up sieht sehr unruhig aus. Seht ihr, was ich meine? Das ist das Problem von matten Produkten, meiner Meinung nach. Das Matt musst du so gleichmäßig einblenden, sonst sieht das sehr schnell sehr unruhig aus. Wir haben jetzt noch etwas, und zwar den Meta Glow Highlighter. Ich bin ja ein Anti alles, was mit Meta und mit Cyber und was weiß ich ist. Ich finde es. Bei Essence finde ich es persönlich okay. Ich persönlich mag das nicht. Aber der sieht sehr spannend aus. Der ist nämlich, krass. Der ist blau-lila Duochrome. Den als Lidschatten, das könnte nice sein. Als Highlighter auf einer dunkleren Haut 100%. Wunderschön. Das sieht schon cool aus, ne? Aber meins ist es, glaube ich, nicht. Also ein Hauch Lila kommt halt durch. Ich glaube, ich bin einfach auch ein bisschen zu hell dafür. Entweder du bist sehr, sehr hell und willst einen sehr spacigen Look haben, oder du hast einen dunkleren Teint und dann sieht das bestimmt unglaublich schön aus. Er ist sehr, sehr weich, sehr, sehr schön pigmentiert. Einfach so ein bisschen aufs Augenlid, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben aber noch was anderes für die Augen, und zwar drei Produkte. Einmal diese hier. Das sind die Luminous Eye Tints Liquid Shadows. Die gab es ja schon mal, beziehungsweise wurden jetzt die Farben erweitert. Und ich muss sagen, ich mochte die sehr, sehr gerne. Ich habe mich jetzt hier für die Farbe Glazed Candy Cloud entschieden. Das ist so ein Grau von der einen Seite, da, und dann wird es so ein bisschen rosa-lila pigmentiert.
Wir geben das jetzt einfach mal hier rüber. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Ich mag sowas gerne, gerade wenn es schnell gehen soll. Einfach mit dem Finger so ein bisschen ausblenden. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen damals. Ich brauche die in Matt. Catrice hat ja auch welche rausgebracht, aber die waren halt so bunt. Die waren lila, die waren grün, die waren orange. Ich brauche die in braun. Die besten matten Monolidschatten in Liquidform, in flüssiger Form, sind von Rem Beauty, meiner Meinung nach. Oder für ein bisschen mehr Budget, Giorgio Armani. Ist leider so. Sind wirklich die besten in der Drogerie. Habe ich davon noch nicht so viele entdeckt. Das blendet sich so ein bisschen ins Nichts aus. Du musst ein bisschen vorsichtig sein, dass sich die Foundation nicht ausblendet. Aber das ist ein wunderschöner Look. Blend mal kurz mit dem Schwamm so ein bisschen rüber, um die Kante auszublenden. Und jetzt kommt mal ran auf den Meter. Das ist so ein ganz zarter Hauch an Silbergrau. Seht ihr den Unterschied? Hier ist es so ein bisschen, ne? Ist halt nichts drauf. Und hier hast du so einen ganz zarten Hauch an so ein Mauve. Es geht ja schon fast in diese Mauve-Richtung, ne? Sehr, sehr schön, nur mit ein bisschen Schimmer. Das finde ich ziemlich gut. Und jetzt wird's wild, Freunde. Jetzt wird's wild. Ihr könnt gleich so nah dran bleiben, denn wir haben das hier. Das sind die Eye Glosse Liquid Shadows. Galaxy Gleam und Crystal Clear. Glosse für die Augen sind krass. Unglaublich schön. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich sehr, weil das einfach ein ganz besonderer Look ist. Und gerade ist ja auch total viral von Pat McGrath, dieser Porzellanpuppen-Look, total viral. Wir probieren jetzt den hier einfach mal hier oben rüber. Der hat ein bisschen Farbe mit drin, mit glossigem Effekt für Augen und Wangen sogar. Riecht auch nicht. Und den, ja, ist halt ein Gloss. Tupfe ich hier einfach rüber. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Die Farbe kommt sofort mit raus. Das finde ich sehr, sehr schön. Du darfst nicht wischen. Du darfst nur tupfen. Das einzige Problem, was ich mit glossigen Eyelids habe, ist, es sieht manchmal aus, als wärst du in den Regen gekommen. Oder es zersetzt dir die Foundation. Das ist schwierig für den Alltag, wie ich finde. Was ich dann immer ganz gerne mache, ist, ich gehe dann hier einmal in die Lidfalte, nehme dort so ein bisschen Produkt mit weg. Hab aber einen krassen Look. Durchsichtiger. Da bin ich gespannt. Riecht auch nach nichts. Liquid Shadow. Das ist halt so ein MAC-Klassiker, ne? So Clear Gloss. Sieht schon schön aus. Wenn du jetzt so einen Highlighter vielleicht drunter hättest auf dem Lid oder einen dunklen, einen schwarzen Lidschatten und dann diesen Gloss rüber, das wäre schon krass. Ist es etwas für den Alltag? Weiß ich nicht. Das ist etwas, wenn du keine Foundation drunter trägst vielleicht. Also das ist ja, es gibt ja keinen natürlicheren Highlighter als ein Highlighter ohne Highlighterpartikel mit drin. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja nur eine Flüssigkeit, die das Licht wieder einfängt und dann so ein bisschen reflektiert. Das macht die Haut einfach super glassy. Die Kombination gefällt mir schon fast besser. Ich sehe aber ein bisschen krank aus heute, ne? Ich bin nicht krank. Ich sehe einfach, das ist diese Mousse Foundation. Das ist diese Mousse Foundation. Die nimmt dir wirklich, die saugt dir das Leben aus dem Gesicht. Das ist halt so, natürlicher geht's ja nicht mehr als hier, oder? Ja, wir haben noch etwas. Und da bin ich sehr gespannt. Denn das ist aus der What the Fake-Reihe ein Extreme Plumping Lip Filler Gloss. Und zwar nicht in Icy, nicht in durchsichtig, sondern in schwarz. Und da bin ich sehr gespannt. Der hat sehr große Glitzerpartikel mit drin. Silbernen sehe ich jetzt hier. Mit schwarzem Pfefferöl, Hyaluronsäure und Vitamin E. Extrem aufpolsternder Lippenauffüller. Angereichert mit Pfefferöl und Hyaluronsäure. Mit einem stark prickelnden Effekt. Enthält Capsaicin. Okay. Let's try it. Riecht gut. Riecht sogar ein bisschen süßlich. Ich bin gespannt, wie die Farbe aussieht. Es riecht sehr, sehr gut. Und jetzt sehe ich aus, als wäre ich drei Tage lang im Regen gelegen. Das Prickeln kommt sofort durch. Auf dunkleren Lippen mit Sicherheit wunderschön. Auf meinen Lippen sieht es jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen aus, als hätte ich... Das kann ich hier nicht sagen, ne? Aber stellt euch vor, ich hatte einen Unfall und ich liege jetzt 3 Tage lang im Regen. Blass, blaue Lippen, eingefallene Augen, leblos. Was ist das denn? Okay, meine kreative Ader ist definitiv um 6.58 Uhr noch nicht da. Ich finde jetzt so langsam,
geht diese, es, das Schwarz macht aus meinen Lippen so eine ganz leicht dunklere eigene Lippenfarbe. Es sieht ein bisschen gräulich aus. Ich glaube, den über einen dunklen Lip Liner könnte vielleicht sehr, sehr schön sein. Aber schaut mal, es hat sich hier immer noch nicht wirklich in meiner Lidfalte abgesetzt. Also Freunde, ich sehe wirklich heute, das ist ja wirklich eine Zumutung. Es tut mir unendlich leid, wie ich aussehe. Aber an sich die einzelnen Produkte, abgesehen von der Mousse Foundation, das ist meiner Meinung nach, das ist, come on. Es ist vorbei, aber für die, die es wirklich jeden Tag tragen, meine Oma. Oma wird es lieben. Danke, Essence, dass es wieder da ist. Also ich fühle mich gerade wirklich, wirklich hässlich. Wirklich hässlich. Liegt aber nicht an Essence, sondern es liegt einfach an mir. Und an den Produkten, die ich jetzt in Kombination benutzt habe. Metaglow Highlighter. Ja, ich glaube, hätte ich eine andere Foundation gehabt und hätte schon eine ganz andere Grundlage gehabt, würde das Ergebnis deutlich anders aussehen. Deswegen bin ich da jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen negativ beeinflusst. Nichtsdestotrotz finde ich das Sortiment ziemlich spannend, weil es einfach nochmal sehr trendy ist. Es ist sehr, wir probieren mal aus, was es gerade geht. Wie weit können wir gehen mit Kreativität im Handel? Ihr dürft halt nicht vergessen. Essence ist eine Marke, die muss Zahlen abliefern in der Drogerie, wie jede Marke in der Drogerie. Die können nicht random Sachen rausbringen, sondern die müssen Zahlen abliefern. Und wenn sie merken, das hier ist ein Risiko, das ist ein riesengroßes Risiko für eine Marke wie Essence und natürlich dann auch die Drogerie, weil das nimmt Platz weg in der Theke. Und das wird mit Sicherheit noch nicht in jeder Kleintheke sein, aber das nimmt Platz weg und in diesem Platz könnte ein Lippenstift in rosa stehen, der sich 10.000 Mal besser verkaufen würde als das hier. Deswegen finde ich das ganz gut und man muss es auch mal loben, dass Essence dieses Risiko mit eingeht. Es prickelt schön auf den Lippen. Ich finde, mit einem dunklen Lip Liner sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, mich bringen gerade diese Glossy Eyelids und die fahle Haut so ein bisschen aus dem Konzept. Es fühlt sich gut an, es wird warm, es wird so ein bisschen prickelnd. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesen Produkten sagt. Und vergesst bitte nicht am Mittwoch die Langzeit-Review hierzu. Und als kleine Erinnerung, schaut unbedingt einmal bei Burger vorbei. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox und denkt daran, dass es nur für die ersten 50 Leute aktiviert wurde. Bis zum nächsten Mal.